ein Tränensee hoch über den Ebenen. Ich soll den Strahlenkranz der Jägerin finden. Ja, Bayek, ich bin genauso... Oh, Entschuldigung. War mein Fehler. Wo bin ich denn überhaupt? Ach, da. Ah, ja. Jetzt sehe ich endlich wieder was. Ja. Bayek, mach das einfach mal. Wird schon seine Gründe haben. Ja gut, klar, Adler ist ja ein Jäger, ne? Ich mache das mittlerweile nur noch mit dem Straßenverfolgen, weil das ist so praktisch. Der See der Tränen. Was kam als nächstes? Der Sonnengott schlug mit seiner Faust in den Berg. Uchala, was ist denn hier los? Na, hier schießen sie zuerst und fragen dann. Ach, der Löwe hat uns entdeckt. Was in Konstruktionen? Pokis non volo. Quid agis? Bitte nicht uns. Genau. Nein, nicht uns. Nolite Ivi! Mors! Ego Lus! Oh, fuck. Ich muss mal eben nach oben klettern. Ultimem Quod, Tentacet! Hunde venerunt! Was passiert hier? Solite Ivi! Oh Scheiße, ich hab den. Stutti sanguinem damnatus! Venidin! Nessu! Et non movere! Ich weiß gar nicht, warum ich angegriffen werde. Ich hänge. Boah. Thank you.
Damnland. Ist irgendeiner befreit worden? Da bis hoch. Quiz, quiz, es. Oh, fuck. Sicure Sancto. Campana. Kick Volentus. Oh, Gott sei Dank. A double for... Puh. Hm. Der Löwe sieht gerade ein bisschen benommen aus. Ja, das war's mit dem Löwen. So, wir haben hier aber noch zwei Stück drinne. Ja, die werde ich definitiv noch retten, aber erstmal muss ich hier runter. Alles schreit doch förmlich nach der Wand. Die göttliche Jägerin, Kyrene höchst selbst. Die Legende von Kyrene und Apollon. Die Geburt von Kyrene. In den prächtigen Tälern des Pindos gebar eine Najada dem ehrenvollen Hypsäos eine Tochter von Gaia. Hypsäos zog dieses Kind namens Kyrene auf, die zu einer mächtigen jungen Frau wurde. Sie wollte sich nicht mit dem Hin und Her des Webstuhls abgeben, sondern griff lieber zu Bronzesperren und einem Schwert. So ausgerüstet lief sie durch die Hügel und tötete wilde Bestien, um das Vieh ihres Vaters zu schützen. Okay. Die Löwenbezwingerin. Sie war stark und mutig. Erinnert mich an Aya. Eine göttliche Vorsehung. Die Kentau lachte leise. Verborgen sind die Riten der heiligen Liebe. Phöbus, du kamst zu diesem Berg, um ihr Mann zu werden, und du wirst sie über das Meer zu den erlesensten Gärten des Zeus tragen. Dort wirst du ihr eine Goldkrone aufsetzen und sie zur Herrscherin über eine Stadt im schönen Libya machen. Sie wird deinen Sohn gebären, sein Volk wird ihn ehren und Aristoios nennen. Nach diesen Worten drängte Chiron den Gott, den köstlichen Akt der Ehe mit der schönen Jägerin Kyrene zu vollziehen. Okay. Ich muss das nochmal vorlesen. Die Löwenbezwingerin. Sie war stark und mutig. Erinnert mich an Aya. Wenn ich das verstehe, eine göttliche Vorsehung. Der Kentau lachte leise. Verborgen sind die Riten der heiligen Liebe. Phöbus, du kamst zu diesem Berg, um ihr Mann zu werden. Und du wirst sie über das Meer zu den erlesensten Gärten des Zeus tragen. Dort wirst du ihr eine Goldkrone aufsetzen und sie zur Herrscherin über eine Stadt im schönen Libya machen. Sie wird deinen Sohn gebären, sein Volk wird ihn ehren und Aristoios nennen. Nach diesen Worten drängt Chiron den Gott, den köstlichen Akt der Ehe mit der Schönjägerin Kyrene zu vollziehen. Okay, gut, das habe ich jetzt verstanden. Was war da jetzt nochmal? Die Legende von Kyrene und Apollon. Die Geburt von Kyrene. In den prächtigsten Tälern des Pindus gebar eine Najada dem ehrenvollen Hypsäos eine Tochter von Gaia. Hypsäos zog dieses Kind namens Kyrene auf, die zu einer mächtigen jungen Frau wurde. Sie wollte sich nicht mit dem Hin und Her des Webstuhls abgeben, sondern griff lieber zu Bronzespeeren und einem Schwert. So ausgerüstet lief sie durch die Hügel und tötete wilde Bestien, um das Vieh ihres Vaters zu schützen. Okay, ich hab's verstanden. Das ist die Krone. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt einfach nehmen dürfen. Bin ein bisschen... enthalten. Apollon verliebte sich in sie. Ah, okay. Apollon beobachtete die Jägerin. So fand der Gott des größten Köchers Apollon sie. Des größten Köchers. Ich hab wieder gerade ein sehr schlimmes Leseproblem. Apollon beobachtet die Jägerin. So fand der Gott des großen Köchers Apollon sie.
als sie allein und ohne Speer mit einem furchterregenden Löwen rang. Sofort rief er seinen Führer, den Kentauren Chiron, und sprach: Sieh dir den Kampfgeist und die ungeheure Kraft dieser Frau an. Mit furchtlosem Herzen ringt sie die Bestie nieder, ihr Geist unberührt von kaltem Wind der Angst. Ist es rechtens, wenn ich das honigsüße Gras ihres Bettes mähe? Ich meine, der Akt an sich ist jetzt nicht gerade eklig, aber wenn ich das honigsüße Gras ihres Bettes mähe. Ach so, so ging das. 1, 2 und dann kam 3. Ja gut, ist ja nicht schlimm. Ja, ich nehme die Krone da mal. Eine Krone. Der Strahlenkranz aus der Prophezeiung. Ich danke Apollon für diese heilige Gabe. Dankeschön. Es ist hell. Ich sollte jetzt weg. Ich nehme das Pferd. Oh Gott, die sind schon wieder hinter mich her. Wow. Die bekämpfen sich gegenseitig, oder wie? Ich schick das nie, ey. Oh. So. Haben wir gefunden, haben wir gemacht. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Unterhalte ich euch nicht? Ach, guck mal. Was war eigentlich hier jetzt? Hier sind wir doch ein bisschen weiter. Ach so, das ist egal. Ah, ja, ja, ja. Ich muss hier unbedingt mal so durchreiten, ey. Ja, gut, dann. Ja. Mache ich jetzt mal eben die Schnellreise. Tium, 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 tium. Achso, nee, wir haben ja hier erstmal noch, hier kommt ein neuer Herausforderer. Die müssen wir noch beenden. Nee, dir klaue ich das Pferd lieber nicht. Da fällt mir gerade ein, kann ich nicht eigentlich auch schon wieder aufsteigen? Ja, guck mal, ein Fähigkeitspunkt hier. Entführen. Handelsvertreter, mache ich ja eigentlich nicht. Unter dem Ladentisch. So von seltener Qualität in Geschäften kaufen. Mhm. Nicht Kill-Serie. Okay. Verbesserter Jagdboden. 2, 2, 2, 2, 2. Messer werfen. 3, 3, 2, 1. Pyromane. Den nehme ich jetzt auch einfach mal. Lexon, Lexon. Lexon, Lexon. Hört sich an wie Lexon, Lexon. Ja, ich bin vollkommen deiner Meinung. Oh, Aurelius wird beim Turnier anwesend sein. Er ist der einflussreichste aller Gladiatorenmeister. Ich darf ihn nicht da bist du ja. Wo sind meine Gladiatoren? Sie werden nicht kommen. Vamukota ist verwundet. Und Kosei hat sich zum freien Mann erklärt. Was? Kosei gehört mir. Ich bestimme, ob er freikommt oder nicht. Er ist fort. Ich rate dir, andere Kämpfer zu finden. Ich habe eine Idee. Ich biete dir ein Geschäft an. Du kämpfst für mich. Und wenn du gewinnst,
werde ich dich reich entlohnen. Ah, das und du entlässt Kosei offiziell in die Freiheit. Mir gefällt dein Stil. Betritt die Arena und gewinne. Mach mich stolz. Vergiss nur nicht, ich arbeite nicht für dich. Ja, toll. Toll, 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 toll. Als wenn ich es irgendwie geahnt hätte. Ich wusste, dass wir auf jeden Fall nochmal in die Arena kommen werden, ohne dass ich es freiwillig mache. Ramses der Große. Name Ramses der Zweite, dankeschön. Freund des Herausforderungen stehen zurzeit nicht zur Verfügung. Für so später noch egal. Nutze Gegenstände, die du in der offenen Welt ausgerüstet hast. Überlebe endlose Wellen von Gegnern. Arena-Ereignis. Es ist der Hammer. Und du bist der Nagel. Er ist der Hammer und du bist der Nagel. Weiche der todbringenden Bahn seiner Keule aus und zeige ihm die siavanische Gerechtigkeit. Lass dich nicht zerschmettern. Oh. Was? Hä? Ist das die Dingens überhaupt? Ist das jetzt die Quest? Entschuldigung, ansonsten muss ich halt nochmal zurückgehen. Es kann nur einen geben. Den Glauben an nur einen Gott. Als Schwangerschaftstest wurden Frauen ein dünner Faden um den Hals gebunden. Bei Anschwellen der Schilddrüsen durch hormonelle Veränderungen konnte der Faden reißen. Zur Kleopatras Zeit war der Übergang zwischen Geschichte und Mythologie fließend. Zum Beispiel wurde Orpheus Lyra vorausgestellt. Oder das Ei aus dem... Danke. Ägyptens letzte Herrscherdynastie wurde... Betritt die Arena von Kirin und wähle den Hordenmodus? Was? Toll. Ich werde da sowas von versagen. Man muss sich ja überall mal umgucken. Oh. Ich kann klettern. Das ist schon mal gut. Lasst den Kampf beginnen! Na, ich darf keinen Fall und Bogen haben. Stirb, du Wurm! Geh leicht!
Der gehört mir. Ich treffe ihn. Ich habe das Ziel in Sicht. Wir kommen her. Bin in Reichweite. Ich reiß dir die Eingeweide raus. Wo ist der andere? Da. Das Spektakel ist noch nicht vorbei. Begrüßt die neuen Gladiatoren. Den einen habe ich. Ultimen Kurz. Et dabo vos in consumationem. Okay. Das Spektakel geht weiter. Upsala. Mit neuen Kämpfern. Wow, 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 oh, wow, wow, wow. Du, sic recurri ad mulierum terras. Hallo, ich kann nicht mich bewegen. Ah. Tiere versus Fuori. Ponemo Proan. Ich höre Löwen. Ja, sollen die erstmal machen. Das finde ich sehr schön. Okay, er hat den Löwen platt gemacht. Da gucke ich jetzt einfach mal zu. Okay, guck doch nicht zu. Jetzt lass dich doch endlich von dem Löwen besiegen, Mensch. Ach, das wird so nichts. Aha. Tötet der tapfere Sivana noch mehr unserer mächtigen Gladiatoren aus Kyrene? Upsala. Ja, den will ich nicht. Ich will hier die Kleinen erst. Oh, Leopard. Oh, oh, ich nicht. Greif ihn an. Hochala. Es gibt keine Pause im Gemetzel. Hier kommt neues Blut.
Halt endlich! Ich bin... Tut mir leid, dass ich so leise bin. Aber das bin ich gerade ein bisschen absichtlich, weil ich mich irgendwie konzentrieren muss. Oh, falsch, falsch, falsch. Banditenverstärkung. Das wird einfach. Hey, bist du lebensmüde? Keiner besteht gegen dich. Boah, ich kann schon nicht mehr, ey. Oh, Götter, das war wie nach Delirium. Zeit, was zu töten. Er hatte keine Dank Chance. Sei Amun. Dafür lasse ich dich leiden. Das richtest du besser nicht auf mich. Dafür schlage ich dich tot. Genau, der war das auch. Und ich kann schon nicht mehr. Ich kann nicht mehr drücken. Mir tun schon die Finger weh, Leute. Kann nicht mehr, Leute. Ja, jetzt geht's in Level 39, wo ich schon nicht mehr kann. Ne. Beeindruckend. Was für eine Kraft. Hast du Ahnung, ey? Ich kann jetzt schon nicht mehr. Dafür schlag ich sie tot! Okay. Heiß Serapis! Hinrichtung neu definieren! Ganz schön knapp! Ich lock die gerade mit Absicht so ein bisschen hier durch. War knapp. Ja, es ist gleich Ende, es ist gleich Ende. Ja, Ende. Oh, meine Finger, ey. Kannst du das nächste Mal noch besser machen? Nein, kann ich nicht, ey. Sweet Saya, toll. Bestenliste. Ah. Welle beendet. 6 aktuelle Punkte. Beste Punkte. Okay. Oh Gott, meine Finger.
Also wenn ich das jetzt nicht geschafft habe, ne? Also die 5 Wellen habe ich auf jeden Fall geschafft. Bitte? 100 Kinder? Mehr als die Hälfte davon waren Söhne. Im Spiel nur die besten Spieler haben eine Chance, sie vielleicht zu besiegen. Oh Gott, Kriegselefanten. Nur die besten Spieler. Boah, war das gerade hardcore. Mir tut richtig die Hand weh jetzt. Eine Schwierigkeitsgrad Albtraum, wenn du eine echte Herausforderung suchst. Nee, danke. Hol dir deine Belohnung ab. Schön. Andersrum. Hey. Gewonnen. Wo ist dein Meister? Bitte, du musst Kosei helfen. Was? Bamukota kam und erzählte, was er getan hat. Meister Thanasis hat römische Soldaten bezahlt, um Kosei zurückzuholen. Ach, diese Ratte. Egidio, such dir einen neuen Meister. Neck, ich hoffe, ich komme nicht zu spät. Okay, meine Lieben, aber ich sage jetzt erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.